Werte Präsidium, meine Damen und Herren, Sie alle hier sind sich einig darin, dass jene, die uns anlügen und nur so tun, als wären sie verfolgt, dauerhaft bleiben können. Die einzige Bedingung, die Sie stellen, ist eine Ausbildung auf unsere Kosten. Es geht beim Spurwechsel und bei der Duldung, bei Ausbildung und Beschäftigung nur um Wege, wie man abgelehnte Asylbewerber, die nicht verfolgt sind und die keine Flüchtlinge sind, dauerhaft im Land behalten kann. Und die FDP, die setzt dem Ganzen die Krone auf, indem sie auch noch fordert, dass dann nach 5 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft vergeben werden soll. Sie verramschen so nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft, sie fördern auch noch die Islamisierung im Land. Denn laut Koran darf ein Mann mehrere Frauen haben, er muss diese nur finanziell versorgen können. Jeder Muslim, der von einer Vielehe träumt, sie sich aber einfach nicht leisten kann, der braucht nur noch nach Deutschland zu kommen und kann seinen Traum hier im deutschen Sozialsystem verwirklichen. Ihr Spurwechsel, der bringt neben völlig falschen Anreizen nur Armut und Elend, weil das Geld, was Sie fürs Durchfüttern von abgelehnten Asylbewerbern verwenden, einfach bei der Rente und bei den Sozialleistungen fehlt. Die echten Fachkräfte, die vertreiben Sie doch aus Deutschland, weil die mit immer höheren Steuern und Abgaben belastet werden, um diesen Wahnsinn zu finanzieren. Und obendrein legen Sie auch noch die Axt an das Grundgesetz, denn dort steht in Artikel 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Sie aber wollen jedermann dauerhaftes Bleiberecht geben, und Sie setzen damit die politisch Verfolgten, die wirklich Verfolgten hierzulande, wieder den Verfolgern aus ihren Heimatländern aus. Und als wäre das alles noch nicht genug, setzt die Bundesregierung noch einen obendrauf und will die Vorrangprüfung abschaffen und bietet damit jeden Arbeitsplatz aus Deutschland jedem Niedriglöhner aus Afrika oder Asien an. Und Herr Seehofer, es ist wirklich unverschämt, wenn Sie hier sagen, dass zuerst Arbeitskräfte aus Deutschland und Europa zum Zug kommen sollen, wenn Sie mit Ihrem Gesetzesentwurf genau das Gegenteil bewirken. Es wird zu einem massiven Lohndumping bei allen Jobs für Geringqualifizierte in Deutschland kommen. Denn die Deutschen, die beim Lohndumping nicht mitmachen, die kann man dann schließlich durch irgendjemanden aus Nigeria oder Äthiopien ersetzen. In der Folge rutschen viele weitere Deutsche in Armut ab und sind auf Sozialleistungen angewiesen. Dabei sind die Probleme, die wir doch im Land haben, eigentlich schon groß genug. 5 Millionen Rentner in Deutschland haben weniger als 500 Euro Rente und 11 Millionen haben weniger als 1.000 Euro Rente im Monat. Das sind Dinge, um die wir uns kümmern müssten, anstatt ständig neue Armutszuwanderer ins Land zu locken. Meine Damen und Herren, ich bin stolz, Deutscher zu sein, aber ich schäme mich, heute Abgeordneter eines Parlaments zu sein, in dem die große Mehrheit sich darin einig ist, die Verelendung dieses Landes voranzutreiben. Dr. Eva Högl, SPD, ist die nächste Rednerin.